Hallo und willkommen zu WatchMaxes Watch Videos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute gibt es wieder ein Uhrenquiz. Es ist schon das vierte. Ich freue mich sehr, dass dieses Quiz so eine stabile Zuschauerschaft hat. Es sind nicht ganz so viele wie bei den anderen Videos. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass es viele von euch gibt, die dieses Format mögen. Und darum freue ich mich ganz besonders, euch heute mein viertes Uhrenquiz präsentieren zu dürfen. Es wird wie immer 5 Fragen geben, 2 Fragen pro Antwort. Wenn ihr es wisst, ohne anzuhalten, ohne zu googeln, 2 Punkte, ansonsten 1 Punkt. An den Regeln haben sich nichts geändert. Beim WatchMorph am Ende gibt es 4 Punkte, 2 pro Uhr. Ansonsten alles wie gehabt. Lassen wir doch direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar geht es um das Thema Dornschließen. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Schließentypen? A. Pre-V und B. Thumbnail. 20 Sekunden ab jetzt. Ja, Pre-V, das sind sehr markante Schließen. Ich blende euch hier auch ein Beispiel ein von Panerai und sie wurden bezeichnet als Pre-V, weil sie von Panerai verwendet wurden, bevor Panerai an Vendôme verkauft wurde, also in den Jahren 1996 und 97. Dort wurde dieses Design entwickelt. Und es wird heute noch so bezeichnet als das Design, was Panerai vor dem Verkauf verwendet hat. Deshalb Pre-V, vor Vendôme. Thumbnail, blende ich euch auch ein Beispiel hier ein, sind Schließen, die von der Grundform her ein bisschen an einen Daumennagel erinnern. Thumbnail, ein bisschen abgerundet, ein bisschen breiter. Das ist die Bezeichnung für diese Schließenart. Habt ihr es gewusst? Schreibt es gerne in die Kommentare. Kommen wir zur nächsten Frage. Was verbindet diese drei Marken miteinander? Leinfelder, die sitzen in München. Lang und Heine, die sitzen in Dresden. Und Stover aus dem Schwarzwald. Möglichkeit A. Sie verbauen alle Rotoren aus Saphirglas. B. Keine dieser Marken hat eine Uhr im aktuellen Portfolio mit einer Wasserdichtigkeit von 1000 Metern. C. Ab der 10. gekauften Uhr gibt es eine Mitropa-Kaffeemaschine umsonst. D. Sie wurden alle im selben Jahr gegründet. Oder E. Sie gehören alle zur selben Firmengruppe. 20 Sekunden ab jetzt. Na, ich denke, das war jetzt nicht allzu schwer. Wenn ihr meinen letzten Podcast gehört habt, dann war die Antwort für euch überhaupt kein Problem. Sie gehören alle zur selben Firmengruppe. Stover wurde verkauft und zwar an die Tempus Arte GmbH und Co. KG. Und zur Tempus Arte GmbH und Co. KG gehören auch Leinfelder, Lang und Heine und darüber hinaus auch noch die Uhrenwerke Dresden. Schauen wir uns doch einfach die nächste Frage an. Wie viel Prozent des Umsatzes macht Sinn Spezialuhren außerhalb von Deutschland? Sind das A weniger als 50%? Sind das B mehr als 50%? Oder sind es genau 50%? 20 Sekunden ab jetzt.
Auch diese Frage sollte nicht allzu schwer gewesen sein. Wer sich das neue Video von Sinn angeschaut hat, in dem die 103 Classic 12 präsentiert wurde, da wird von dem Geschäftsführer von Sinn, dem Lothar Schmidt, gesagt, dass Sinn mittlerweile mehr als 50% des Umsatzes außerhalb Deutschlands macht. Also auch das war nicht allzu schwer. Im Übrigen kann ich dieses Video nur jedem empfehlen, der sich für Vintage-Sinn-Uhren interessiert, denn Michele Trippi zeigt dort einige seiner Uhren aus der Sammlung als Gesprächspartner von Lothar Schmidt. Richtig tolle alte Uhren, viel Geschichte. Der zweite Teil des Videos dreht sich also wirklich um die Historie der Serie 103, weniger um das aktuelle Modell. Für jeden, der sich dafür interessiert, schaut rein, lohnt sich in jedem Fall. Kommen wir zur nächsten Frage. Wann wurde die Taschenuhr in der heute bekannten Form entwickelt? War das A. 1335 in Italien? War das B. um 1500 in Deutschland? Oder war das C. 1904 in Frankreich? 20 Sekunden ab jetzt. Ja, diese Frage wurde angeregt durch einen Kommentar eines Zuschauers, ich könnte doch mal was Geschichtliches machen. Ich finde das relativ schwierig, weil Geschichte sehr breit ist und das Uhrhandwerk sehr weit zurückgeht, es wenig konkrete Daten gibt. Aber ich fand das hier eigentlich eine Frage, die man relativ gut noch beantworten konnte, zumindest wenn man schätzt und es nicht genau weiß. 1335 wurde die erste Räderuhr urkundlich erwähnt in Mailand. Räderuhren ohne Unruh mit Pendel und einem Pendel, was den Takt angibt, Gewichten, die die Energie geben, also das, was man heute noch aus Standuhren kennt. Um 1500 wurde in Deutschland, in Nürnberg, die Taschenuhr in der heute bekannten Form entwickelt. Und 1904 hat Louis Cartier in Frankreich die erste Armbanduhr entwickelt. Also ist hier die richtige Antwort B, 1500, Deutschland. Ja, jetzt sind wir schon fast durch. Vier Fragen haben wir hinter uns und jetzt kommt der, glaube ich, schwerste Teil. Und ich glaube, dieses Mal ist es auch richtig schwer. Ich bin gespannt, ob irgendjemand beide Uhren erkennt. Ab zum Watchmorph. 25 Sekunden ab jetzt. Na, wie gesagt, jetzt war es richtig schwer. Es ist zum einen die Sinn 104 und zum anderen von Steinhardt die Ocean 2 Premium in Schwarz. Richtig, richtig schwer. Die Sinn wird aktuell am Stahlband verkauft für 1480 Euro. Zumindest das Stahlband, was ich euch hier zeige. Am Feinlederband kostet sie 1570 Euro. 41 mm Durchmesser bis 200 Meter wasserdicht, verbaut ist das Sellita SW220-1. Die Steinhardt Ocean 2 Premium in Schwarz hat einen aktuellen Verkaufspreis von 680 Euro, einen Durchmesser von 43 mm, ist bis 300 Meter wasserdicht und hat ebenfalls ein Schweizer Werk. Hier finden wir je nach Verfügbarkeit das ETA 2892
oder aber das Sellita SW300 in der Elaboré Premium Version. Habt ihr es gewusst? Ich fand das richtig schwer. Würde mich freuen, wenn einer von euch 12 Punkte hat. Schreibt es gerne rein, auch wenn es weniger ist. Wenn ihr Anregungen habt für weitere Quizfragen, schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare, kontaktiert mich direkt und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, habt Spaß an euren Uhren, bleibt gesund. Tschüss, euer Axel.